Kann ich meinen bereits gestellten Rentenantrag zurückziehen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Der Rentenantrag ist ein Antrag des Versicherten auf die Feststellung und Erteilung einer gesetzlichen Rente. Ob es die Altersrente ist oder die Erwerbsminderungsrente oder eine Hinterbliebenenrente, ist erstmal völlig egal. Es ist ein Rentenantrag. Und dieser Rentenantrag löst ein sogenanntes Rentenverfahren aus. Das heißt, die gesetzliche Rentenversicherung prüft, ob für den Versicherten zu dem gestellten Rentenantrag alle rechtlichen Voraussetzungen für die Erteilung zum Beispiel einer Altersrente vorliegen, zum Beispiel die Wartezeit, also die notwendige Wartezeit und das entsprechende Lebensalter. Ich kann als Versicherter grundsätzlich einen Rentenantrag jederzeit zurückziehen. Und zwar so lange, wie der Rentenbescheid, den ich dann aufgrund des Rentenantrags erhalte, nicht bestandskräftig oder rechtskräftig wird. Und das kann ich ja dadurch verhindern, indem ich zum Beispiel gegen den Rentenbescheid Widerspruch einlege. Solange wie ich den Rentenbescheid noch nicht erhalten habe, ist es ja gar kein Problem. Dann rufe ich bei der Deutschen Rentenversicherung an oder ich mache es schriftlich, ist ja klar, und sage, alles klar, ich möchte bitte meinen Rentenbescheid zurücknehmen. Denn ich habe als Versicherter unter normalen Umständen jederzeit das Recht, über meine eigenen Rechte zu verfügen. Das heißt, die Deutsche Rentenversicherung darf mich vielleicht darauf hinweisen, dass ich eventuelle Nachteile dadurch habe, dass ich den Rentenantrag jetzt zurückziehe. Aber wenn ich der Meinung bin, dass es für mich notwendig ist, kann ich das jederzeit tun. Wir haben in unserer Beratungspraxis nämlich einen interessanten Fall zur Beratung gehabt. Da ging es darum, dass der Versicherte einen Rentenantrag gestellt hat, und zwar im März 2019. Und dann ging die ganz normale Prüferei los, kann ich Mitglied auch in der Krankenversicherung der Rentner werden. Und genau hier war der Knackpunkt, denn die befragte Krankenkasse teilte dann der Deutschen Rentenversicherung mit, dass die Vorversicherungszeit nicht erfüllt ist. Sie wäre erst dann erfüllt, wenn der Rentenantrag 3 Monate später gestellt würde. Und wir haben unseren Mandanten daraufhin den Rat gegeben, den Rentenantrag zurückzuziehen und hier den Rentenantrag dann etwas später zu stellen. Da der Rentenbescheid noch nicht da war, war das für ihn kein Problem. Wir haben ihm natürlich auch klipp und klar gesagt, dass er dann für 3 Monate weniger Rentenbezüge hat, dafür aber nicht als freiwilliges Mitglied in der Krankenkasse außerhalb der KVDR hier höhere Krankenversicherungsbeiträge zahlen müsste, sondern er wird dann mit dem späteren Rentenantrag Mitglied in der kostengünstigen Krankenversicherung der Rentner. Und das war genau das Ziel, was er erreichen wollte. Und dafür hat er natürlich auch dann eben die Verluste der nicht gezahlten Rente gerne in Kauf genommen. Näheres zum Thema Rentenantrag, Rentenverfahren finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.